dieses Spiels ohne den Präsidenten. Der HSV in den weißen Trikots, Hansa in blau. Es begann mit einer kleinen Unzulänglichkeit. Stéphane Anschau in Erwartung eines Einwurfs und der wird vorgenommen vom Ägypter Yasser. Hier ist er. Ein Klassiker kommt jetzt. Hoppala! Da wollte er noch einmal, aber er durfte nicht, laut Schiri Jürgen Jansen. So begann also das Spiel der HSV ohne die verletzten Jänich und Cardoso. Ansonsten in Bestbesetzung, wollte natürlich dort anknüpfen, wo man letzte Woche in Freiburg aufgehört hatte, beim munteren Toreschießen, nämlich Wojtala, der Pole, der Wintereinkauf. Wunderschöner Pass zu Spörl und Bräutigam. Aber was war mit uns Uwe? Immer noch nicht da. Übrigens auch Dagmar Berghoff noch nicht. Die fehlte noch. Sie ist ja im Aufsichtsrat, die Tagesschau-Dame. Das Spiel in der Anfangsphase noch ohne die erhoffte Würze. Jetzt einmal Rostock. Ein Fehler von Anschau. Das ist Baumgart und Golz. Speedy wird er genannt. Baumgart. Zu Recht. Denn wie schnell er hier seinem Gegenspieler enteilt. Toll gemacht. Er schneller als mit dem Ball als der Gegner ohne Ball. Und dann Golz, der diese Woche für 3 weitere Jahre verlängert hat beim HSV. Dies ist der Gewinner der Woche, Felix Magath. Denn seit alle über den HSV-Filz, Wash and Wax etc. reden, spricht keiner mehr über die Mängel seines Führungsstils, was ja noch eine Woche zuvor in den täglichen Schlagzeilen zu lesen war. Ganzauge, Fischer dazwischen, auch er hat verlängert für 2 Jahre. Schupp, schöner Pass zu Salihamidžić gegen Yasser. Salihamidžić, Yasser und da fällt er hin. Da wollte Salihamidžić weiterspielen, aber der Schiri wollte nicht. Der sagt Elfmeter. Kaum zu verstehen von den Rostockern und zu Recht. Zunächst hatte Yasser nämlich geklärt gegen den Ball. Und dann rutscht Salihamidžić über den Ball. Der fällt über den Ball. Und das gibt Elfmeter. Ach Gott, oh Gott. Die armen Rostocker, die tun mir leid. Unberechtigter Elfmeter. Also für die Rostocker, die schon zuletzt im Auswärtsspiel in Karlsruhe einen zweifelhaften Elfmeter gegen sich bekamen. Jetzt also Harald Spörl, Lumpi, von 11 Bundesliga-Elfern 10 verwandelt. Korrigiert nochmal den Ball. Spörl gegen Bräutigam. Konzentration. Der ist ein sicherer Schütze. Normalerweise. Verladen 1:0 für den HSV, Saisontor Nummer 7 für Lumpi Spörl. Damit hat er in der vereinsinternen Torschützenliste zum führenden Baron aufgeschlossen. Aber das Ganze, ich wiederhole mich, ungerecht. Yasser, da ist er, der Mann, der eigentliche Übeltäter, wie Schiri Jansen meinte. Und Akpobori, dann ist Beinlich da, Beinlich, Beinlich und vorbei die Chance. Der FC Hansa Pagelsdorf auf 4 Positionen gegenüber der Bremen-Niederlage verändert. Hier haben wir ihn nochmal, wie er sich aufregt über die letzte Chance. Ziemer, Ehlers, Groth und Barbares raus, Mandecker, Merz, Yasser, den wir eben sahen, und in der Offensive Weiland und Baumgart rein. Jetzt war natürlich die Kontertaktik von ihm über den Haufen geworfen. Hansa musste nun selbst agieren und tat dies gut. Sie verkauften sich nicht schlecht, waren nicht nur ebenbürtig, sogar besser als die Hamburger in der Spielanlage. Immer wieder peinlich. Hier entschuldigte er sich bei Akpobori. Inzwischen auch Uwe Seeler beim Spiel dabei, hatte auch schon das Tor verfolgt, aber nicht vom gewohnten Sitzplatz aus, sondern hinter der Ehrentribüne stehend im Hintergrund. Ganz, ganz ungewöhnlich. Ungewöhnlich auch das Spiel, denn der HSV hatte bislang noch keine herausgespielte Chance, führte aber dank des unberechtigten Elfers 1:0. 38 Minuten vorbei, Akpobori, und da war Anschau vor Beinlich. Noch 5 Minuten in der ersten Hälfte. Oft haben die beiden Nordlichter in der Bundesliga natürlich noch nicht gegeneinander gespielt. 5 Spiele, 3-mal ging der HSV als Sieger hervor. Und es sah wieder gut aus. Ivanauskas. Na, das war wenigstens mal eine Vierteltorchance.
Ansonsten wenig im Angriff bei den Hamburgern. Jetzt wieder die Rostocker, die besser waren. Beinlich täuscht an und Yasser! Das Pech kannte für Hansa bislang keine Grenzen. Golz ganz lässig hat das vielleicht von Uli Stein gelernt. Zieht sogar noch zurück seine Hände. Dann die 45. Minute. Es spielte fast nur eine Mannschaft, der Tabellenvorletzte aus Rostock. Weiland, Baumgart, Akpobori tritt über den Ball. Tja, das war schon von einer ungewöhnlichen ersten Spielhälfte. HSV 1, Rostock 0. Hier haben wir den Abpfiff gehört und das Ganze aus neutraler Sicht gesehen ungerecht. Hansen, normalerweise ein guter Schiedsrichter. Sein Fehler war bislang ausschlaggebend, weil er Hasan Salihamidžić über den Ball gerutscht war. Eine Neuerung beim HSV. Schopp kam für Schupp, ging auf die rechte Seite. Dafür Spörl nun im zentralen Mittelfeld. Eine Änderung war auch nach der mäßigen ersten Hälfte bitter nötig. Aber weiter das gleiche Bild. Zunächst einmal Rostock, die bessere Mannschaft. Steffen Baumgart. Weiterhin die Blauen, alles andere wie ein Abstiegskandidat auftretend. Studer ist dies beim Einwurf. Konzentration. Baumgart, peinlich, herrlich gemacht zu Akpobori. Was für eine Chance und toll vorbereitet von peinlich hier. Und dann erwischt er den Ball nicht richtig. Mann, den hätte er in der Hinrunde noch versenkt. Und dann klärt Anschot. Zur Abwechslung mal die Hamburger mit Fischer. Schöner Doppelpass. Andreas Fischer. Und abgeblockt von Hufschneider. Das war die erste herausgespielte Chance des HSV nach sage und schreibe 54 Minuten. Diese Chance von Fischer. Aber wer jetzt denkt, die exzellent auftretenden Rostocker würden nun nachlassen, sah sich getäuscht. Baumgart und Akpobori. Tja, er nimmt sich gerade in der schwierigen Rostocker Zeit seine Krise. Jonathan Akpobori, Ladehemmung seit dem 30. November, obwohl das toll vorbereitet war von Baumgart. Er war Voitala enteilt und dann Akpobori. Wenn der Richard Golz nicht wäre. Das Spiel entpuppte sich immer mehr zum Duell Hansa gegen Golz. Und Sie sehen es, nur die Gäste im Angriff, fast nur. 61 Minuten vorbei. Dann dieser Pass hier, peinlich. Mann, was hatten die Chancen. Von Baumgart war der Pass gekommen. Baumgart und peinlich, die beiden herausragenden Leute bei Hansa Rostock und wieder gescheitert. 61 Minuten vorbei, Pagelsdorf noch ist Kanter, richtig so, Merz ging raus, Stürmer Sergej Barbares kam hinein. Zwei Minuten später, der HSV in der Vorwärtsbewegung grottenschlecht, aber 1:0 in Führung. Marco Rehmer ist das, sein drittes Bundesligaspiel, aber frech wie Oskar. Fast im 2-Minuten-Takt die Chancen. Und Rostock hatte so viele Chancen, damit gewinnt man 3, 4 Spiele normalerweise. Und wieder Rostock. Barbares. Ja, unglaublich, aber war immer nur die Blauen. Rostock in allen Belangen überlegen den Hamburgern. Schön über die Flügel gespielt. Und dann klärt Golz. Voitala hatte zurückgespielt, Felix Magath außer sich. Noch führte seine Mannschaft. Nächster Versuch. Das Volksparkstadion als Einbahnstraße. Hinaus, immer wieder über die Flügel, zu Stefan Studer. Und Akpobori verpasst, aber da ist er! 1:1. Und das völlig zurecht. Völlig zurecht. Und Jonathan Akpobori, sein 11. Saisontreffer. Wie er sich freut. Er schien schon so eine tragische Figur zu werden. Erinnerte mich so ein bisschen an Bobic letzte Woche, der auch so viele Chancen versiebte und dann doch noch sein Tor machte. Hier sehen Sie, der Ball prallt zurück von Hollerbach und da ist er da. Akpobori. Und nun schauen Sie sich mal an, wie der sich freut. Frank Pagelsdorf.
Der freut sich gar nicht. Der sagt nur weiter, weiter, Jungs. Der freut sich gar nicht richtig. Ruhe bewahren. Der lacht überhaupt nicht, Frank Pagelsdorf. So angespannt ist er. Jungs, kommt zurück. Unglaublich. Frank Pagelsdorf. Und das nach dieser Erleichterung. Jetzt wird's knifflig. Harald Spörl. Verliert der HSV das Spiel, so sind die Hamburger mitten im Abstiegsschlamassel. 4 Punkte sind sie von St. Pauli entfernt. Und St. Pauli hat noch ein Nachholspiel. Akpobori. Gelbe Karte gibt es hier gegen Sven Kmetsch. Es war seine 5. gelbe Karte, fällt damit im nächsten Spiel in Stuttgart aus. Es wurde immer düsterer für den HSV. Freistoß wird es geben. Und Barbares, Sergej Barbares wird ausführen. Die Kopfverstärkung vorn, unter anderem Marco Rehmer rutschte über den Scheitel. Dann dieser Freistoß. Bräutigam, die Ausnahme mal. Kmetsch, Kopfballvorlage und Salihamidžić abgepfiffen. Das schauen wir uns noch mal an. Und da bin ich mal gespannt. Er hat entschieden auf Abseits, aber ganz hinten steht Ivanauskas zwar im Abseits, aber der greift überhaupt nicht ein. Salihamidžić, der neben ihm steht, der Torschütze danach, er stand nicht im Abseits. Also der Schiri hätte diesen Treffer durchaus geben können. Das war quasi so ein bisschen ein Ausgleich zum unberechtigten Elfer aus der ersten Hälfte. Es blieb brenzlig im Stadion. Jetzt schwenken wir wieder zur anderen Seite. Weiland, super Pass auf Baumgart. Voitala hatte geschlafen. Baumgart und Voitala klärt. Kein Elfer, sagt er. Jetzt hat er richtig entschieden, denn Voitala, der Pole, obwohl sich Frank Pagelsdorf aufregt, er hatte den Ball getroffen. Das sehen wir mit der Spiegelkamera. Sauber geklärt vom Polen, der hier gut reagiert, ansonsten viele Schwächen verriet. Jakob Fries-Hansen ließ Trainer Magath auf der Bank schmoren. Noch 3 Minuten. Auch Anchot hatte das 5. Gelb kassiert. Dann 3-2 für den HSV. Behron, super gemacht. Der Pass auf Salihamidžić. Alleine gegen Bräutigam. Und Ivanauskas. Nee, was für eine Szene. Uwe Seeler hatte, nachdem er die erste Hälfte im Stehen im Hintergrund verbracht hatte, die zweite Hälfte nun doch im Sitzen verbracht. Aber auch im Sitzen war es aus HSV-Sicht ein überglückliches Unentschieden. Hansa Rostock hatte heute mehr verdient gehabt als diesen einen Punkt.